Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Und wir sind hier mit dem kleinen Bolzen unterwegs, um ein paar Kolz zu hauen. Da brauchen wir nichts mehr. Na nun, hab ich die schon fertig? Da habe ich wohl in der letzten Folge so viel gequatscht, dass ich das gar nicht mehr mitbekommen habe, dass ich die Quest tatsächlich fertig habe. Entsprechend werden wir einfach mal nach Elde gehen und die abgeben. So, ganz eiskalt so. Was natürlich manchmal passieren kann, ist... Doch, es geht. Ich wollte gerade sagen. Nicht, dass es mich wieder nicht portet. Ist ja in dieser Aufnahme schon das zweite Mal eigentlich, dass das passiert ist. So, jetzt steht hier natürlich nichts. Hallo? Dann ist sie doch nicht fertig. Hallo? Warum hatten die dann nicht mal angezeigt? Dann war das voll umsonst. Na gut, gehen wir wieder zurück und hauen uns noch 4 Krallen. Ach, ich wusste doch, dass ich nicht so verpeilt bin, diesmal zumindest. Ich hätte mal nachgucken sollen. Manu. Eine Rolle umsonst verschwendet. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Aber was soll's. Was ich schon verschwendet habe, da passiert die Rolle auch nicht so viel. Da ist das nicht so wild. Bin mir jetzt fast am überlegen, ob ich die vielleicht doch mal hier hau. Die paar Colts, die ich hier brauche. Ach scheiße, ich gehe hinter. Die 2 Meter können wir auch noch laufen. So. Sind einfach mehr, es geht halt schneller, selbst wenn wir selbst mit dem noch hinlaufen. Wenn wir, wollte ich gerade sagen, durchs Tor kommen. Da hat Fiesta heute ein bisschen bei mir, zumindest mir gegenüber, ein paar Probleme. Zumindest in der letzten Zeit. Also am Anfang ging es wunderbar. Und dann ab Folge 6 in dieser Aufnahme, also ab Folge 223 war es, glaube ich, hat angefangen mich zu ärgern. Naja, was soll's. Solange wir alles schaffen, schaffen wir alles. Plop, die nehmen wir mit. Dream Palma hat soeben Level 20 erreicht. Glückwunsch, Dream Palma. Bumm. Warum diese Quest nicht mehr in der Liste aufgezeichnet wird, frage ich mich jetzt allerdings doch. Na, hier steht sie wieder drin, aber wie gesagt, wenn ich die Oga anklicke, steht sie nicht mehr da. Sauerei. Bumm. So, ein Buff wurde beendet. Ach so, die Drop-Chance ist jetzt wieder runtergesetzt. Naja, aber das ist. Krallen gibt es trotzdem noch genug, 3 Stück. Flop. Noch eine Kralle. Das geht alles viel schneller, als wenn wir nochmal zurückgegangen wären. Also, beziehungsweise als wenn wir die nach vorne gehauen hätten. Trank können wir immer gebrauchen. So, schnell Stein geschluckt, genau. Und hip. Zip. Da ist die nächste Kralle. Dann brauchen wir nur noch eine. So, dann ist aber auch gut hier. Hopp. Crushbash, was schreit er da? Crushbash. Eigentlich brauche ich euch nicht mehr, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier. Siehst du, da ist ja doch schon die Kralle. Noch eine Kralle mit drin ist. Da habe ich jetzt haben wir sogar 2. Haben wir eine mehr, aber die wird uns nichts nützen. Leider müssen wir beim nächsten Mal trotzdem wieder 30 sammeln. Manu. So. Okay, dann machen wir den ganzen Mist nochmal. Elde-Rolle. Und Elde wird geladen, jawohl. Jetzt gucken wir mal. Ah, bei Shooty wird er abgegeben. Okay, gehen wir zu Shooty. So, Bikini Button. Auch ein, naja, nicht unbedingt der beste Name für eine Gilde. Newcam. Newcam gibt es immer noch. Ach, na klar, gibt es Newcam immer noch. Reborn gibt es ja nicht mehr so richtig. So, Spuren des Beasts. Quest abschließen. So. Geschwächte Verlies. Oger, die machen wir später. Riesenbienchen. Keine Krallen. Sag nicht, dass das... Die war doch wiederholbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die wiederholbar war. Oder war das eine andere? Kann natürlich auch sein. Na gut. Dann ist sie eben nicht wiederholbar. Hey, wir hatten das ja so trüb gemacht. Okay. In dem Fall würde ich sagen, müssen wir jetzt für die nächsten paar noch ein paar Ogerpilze holen. Das Ogerpilze. Gefährliche Pilze, die müssen wir in Uruga holen. Also werden wir uns mal auf den Weg nach Uruga machen. So. Eber. Ein riesiger Keiler, der durch den Wald rennt, greift mit seinen scharfen Hauern an. Ich glaube, den hat man noch nicht. Eine neue Karte, wunderbar. So, ungeöffnete Karte, die machen wir auch auf. Flupp. Die hatten wir aber schon. So. Gut, dann auf den Weg nach U.
Lilala, wir reisen jetzt nach Urugali. Lalilalulalai. So. Einmal hier durch. Aua. Oder hat es die Quest wieder angenommen? Das kann natürlich auch sein, wenn es die Wiederholbare ist. Aber das werden wir ja dann gleich sehen. Ne, hier steht nichts. Ich dachte wirklich, die wäre wiederholbar. Manu. Wie kann ich mich da so irren? Schlimm mit mir. So, tatsächlich nicht. Naja, was soll's. Ein bisschen drüber kann man dann noch machen, eine Karte. Ja, so. Borscht hat Level 20 erreicht, genau wie Buggy und Pupsi. Glückwunsch, ihr drei. So, hier vorne haben wir auch noch einen Kriegerlein. Fire. Was auch immer der hier vorne rumrennt, einfach so. Vielleicht brauchen wir ein paar Mobs für. Ja, keine Ahnung, für die tägliche Quest, für die XP-Quest, also für den Drop oder eben Erfahrungsbonus. Ist ja alles möglich. Bin eh schon fast am Überlegen, ab Level 60 möglicherweise sogar den Erfahrungsbonus zu nehmen. Was mir aber jetzt gerade erst wieder ins Gehirn geschossen ist. Ich wollte doch noch die verdammten, mistigen, dämlichen, verdammt, die Dings erneuern. Die Dings bumsieren. Ich wollte mal einen neuen Hut kaufen. Den gibt's doch nur ein Eldel für mein Level zumindest. Ich habe doch noch einen Level 30 Hut an. Naja, was soll's. Ich kann mal ins Lager rufen, vielleicht ist da ja noch einer, aber ich bezweifle es stark. Und hier gibt es ja erst ab Level 60 das Zeug. Nichtsdestotrotz kann ich trotzdem mal das Inventar ein bisschen aufräumen und hier ein bisschen was auslernen. Und die halt die Giftpilze, die sammeln wir jetzt noch schnell. 10 Stück brauchen wir, das sollte ja kein Problem sein. Auch wenn die Mobs hier ein bisschen stark sind für uns eigentlich. So. Erstmal hierher. Quatsch, Boring ist hier. Die liebe Heilerin füllt unser Steinchen auf. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Das, das, das. Und hier, das, das. Einfachen brauchen wir keinen. Gewöhnliche brauchen wir auch keine. Kämpferschweif. Den brauchen wir eigentlich nicht. Das behalten wir. Okay. Ja, das kann noch weg. Okay, gucken wir mal runter, ob wir ein paar Pilze finden. Hier ist aber auch einiges los hier wieder in U. Hier steht es voller Verkaufsstände. So, da unten bei den Orks vorbei, ich hoffe mal, wir werden nicht unnötig viele Mobs ziehen. Habe ich nämlich nicht vor, weil wir halten noch nicht so wirklich viel aus. Die Dinger sind Level 60 oder so. Also wir sind noch klar, mal schauen. Ich brauche hier noch ein paar giftige, gefährliche Pilze. Da hinten steht was, da hinten steht was. Kommen wir da ran? Nicht ohne weiteres. Dann gehe ich mal hinter. Da hinten ist noch ein Spot, wo man auch ganz gut gefährliche Pilze bekommt. Gehen wir einfach mal dahin, da wird schon was sein. Guck mal, da sind die großen Neupflanzen. Ich hasse die kleinen schon, die großen hasse ich gleich gar. So, guck mal, da ist ein Pilz. Komme ich daran, ohne die anderen Pilze aufzuschrecken? Mal schauen. So, scheinbar schon. Hopp. Na komm. Duftender Pilz, toll. Die brauche ich nicht, aber bring Kohle. Bring die mit. Geld kann man immer brauchen. Die Dinger sind noch stärker, die Noxe hier unten, aber was will man denn machen? Mal gucken, ob wir uns, ob er wie Beta uns tun tut. Naja, er misst viel. Das ist ja schon mal gut. Und das obwohl der mindestens 10 Level über uns ist. Low. Für den Nox. Das war nix Nox. Sagen wir es mal so. So, jetzt machen wir hier auf. Gefährliche Giftpilz, 2 von 10. Juhu. So, da kommt der nächste Nox. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, den hier ganz gut klar zu kommen. Oh, da kommt 2, das wird wohl weniger, aber gut. Na gut. Wir versuchen es trotzdem die Down hier. So. Braucht doch nur Pilze, Manu. Emily sucht wahrscheinlich auch Pilze.
Oh, jetzt sind wir gefesselt. Verdammt. Jetzt sind wir gefesselt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hasse das. Stimmt, die Noxe konnten ja fesseln. Verdammt. Wow. Warum habe ich jetzt eigentlich Holz angewählt? Das will ich doch nicht hauen. So, hopp. Fall um, Nox. Komm. Jetzt hat er mich wieder gefesselt. Ach, Manu. Ja, na, wie gesagt, jetzt habe ich die Steine nachgefüllt. Warum habe ich schon wieder so wenig? Guck mal, da kommt jemand angeschlumpft mit ihrem Schleim. Die Emily von den Kampfkeksen. Ich suche da nur ein paar Pilze, Mensch. Lasst mir doch mal ein paar Pilze. Will da nur ein paar gefährliche. Gut, die sind nicht unbedingt unbeliebt, die gefährlichen Giftpilze. Die wird sich schon jeder nehmen. Die Kräuter könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Da hat sie eigentlich recht, die liebe Emily. Weil da ist, glaube ich, Ramsia, also Eselsrohr heißt das, glaube ich, übersetzt drin. Und das kann der liebe, wie heißt er, Nelenia in Pfeilchen zerlegen und daraus wiederum Tränke herstellen. So, verdammt, der schöne Pilz. Naja, hat mir das denn halt. So, hier gibt's nix, hier gibt's nix, kein Pilz, kein Pilz. Och, Manu, immer ich. Immer ich, ich suche doch nur Pilze. Ich will ne Pilze. Ich will da nur ein paar Pilze. Ich will da nur ein paar Pilze haben. Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier drüben. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht ein paar finden. Da, aber da komme ich nicht ran. Außerdem wird die Eiskristall da auch gerade hinrennen. War so klar. Deswegen finden wir hier auch nichts, weil so ziemlich jeder noch den scheiß Pilzen sucht momentan. Manu. So, hat natürlich auch nichts drin, was wir brauchen. Insofern ist das schon mal gut. Welches Tor war das hier eigentlich? Ich renn mal ran und dann sehe ich ja. Blub. Goldene Höhle. Achso, der ging jetzt in die Höhle rein. Genau, da stimmt. Da steht auch der Bergarbeiter. Hätte ich mir auch denken können. Ja, ich war lange nicht mehr an Uro. Zumindest nicht mehr so direkt weit. Kann ich mich natürlich nicht an alles erinnern. Das war auch nicht so wild. So. Hier hinten standen nie Pilze. Würde mich jetzt wundern, dass heutzutage welche stehen. Nee, da sind noch keine. Das ist einfach keine Pilzecke. Ich könnte jetzt noch in den Elfenwald weitergehen, aber man muss es auch nicht übertreiben, ne? Weil da tun die Mobs ja noch mehr weh als hier. Und hier tun sie mir schon weh. Wenn sie denn weh tun, obwohl ich Rollen drauf habe. Da dürfte das nicht sein. Guck mal, da ist ein dicker Pilz. Den krieg ich, Boogie. Verdammt, ich will da nur ein paar Pilze. Gib mir Pilze, nicht diese Sandpilze, diese... Wie heißen die hier eigentlich gleich wieder? Ja, die hasse ich übrigens auch. Da gibt es auch eine schöne Wiederholungsquest, die man, die Königspilze, genau, da, wie man zu hassen lernt. Oh, guck mal, da ist einer. Den nehmen wir mit. So. Komm. Zack, geh auf. Bevor sich irgendjemand anschleicht. Versuch den zu klauen. Gefährlicher, yay! Noch 60 Stück. Ah, da haut er ab. Renn nur, du Ork! Renn nur weg! Jetzt eh keine Chance gegen mich. So. Jetzt hätte ich beinahe auf der Rolle geklickt. Ich wollte eigentlich nur aufs Pferdchen. So, hier drüben stehen keine Pilze. Da hinten ist übrigens das Verlies, das weiß ich noch. Da werden wir auch irgendwann mal reingehen, aber bis dahin dauert es schon noch ein bisschen. So, Pilze gibt es hier auch wieder ein paar. Mit ein bisschen Glück. Gefährliche Giftpilze, jawohl, noch 3 Stück. Mit ein bisschen Glück kriegt man das hin. So, hip. Duften, der verdammt mich. Schleiche ich mich mal hier an. Solange mich der Nox-Kapitän nicht sieht, ist alles gut. Er ist nämlich noch schlimmer als alles andere. Dreh dich um, hier ist keiner. Duften, der. Na, na gut, dann mache ich mal die Kräuter auf. Und nehme halt die Kräuter mit. So, Bill, das hast du jetzt davon. Plupp. Basilikum. Auch wieder Zeug, was keiner Mensch braucht. Da kannst du Mana-Tränke, glaube ich, herstellen mit. War das Mana-Tränke? Ne, ich glaube, die Regenerationstränke gingen alle mit Basilikum. Braucht eigentlich kein Mensch.
Die Tränke holt sich auch keiner. So. Blub. Okay, hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. Ich gehe nochmal vor und wenn wir vorne an der Treppe angehalten sind und keine Pilze finden, dann müssen wir das halt eben in der nächsten Folge weitermachen. Weil ich muss jetzt auch mal langsam unterbrechen. Da ist eine ungeöffnete Karte, die nehme ich mit. Kann man immer gebrauchen. Jade Joker hat sich den Titel Verzauberungskünstler verdient. Glückwunsch, Jade. So, hier, da ist auch wieder, da hat jemand gehauen. Da wird es auch keine Pilze geben. Hier gibt es keine Pilze. Da gibt es Kräuter. Da gehe ich aber jetzt nicht ran. Ist ein Mob davor. Keine Pilze. Manu. Ja. Na gut, Leute. Dann wisst ihr ja. Machen wir erstmal eine kurze Aufnahmepause. Ich muss jetzt auch erstmal Feierabend machen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.